Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu einem weiteren Teil Euro Truck Simulator. Ja, wir haben jetzt hier ein bisschen Stau verursacht, weil wir gepennt haben. Aber ich wollte auch die Aufnahme neu starten. Wir haben hinter uns einen, aber wir können selber nicht schneller, meine Freunde, weil wir haben 360 PS nur. Und mit 360 PS durch den Bergen ist alles andere als schick und schön. So, da kommen auch noch ganz, ganz andere uns entgegen hier. Ja, ich weiß, ich weiß. So. Ich komme hier nicht hoch. Würde dich ja vorbeilassen, mein Freund. So, dann haben wir dem wenigstens mal angezeigt, dass der vorbei darf. Und da bedankt er sich auch wunderbar. Ah, die großen Fernzüge, die ziehen so an uns vorbei. Und wir sind hier wirklich bis am Ende der Welt. Wir wollen die ja nicht großartig aufhalten, ne? Die Leute. Die sollen ja auch ihre Touren fahren und ihr Geld verdienen. Wir sind eine faire und kollegiale Firma und auch wenn wir im Wettstreit mit allen anderen Konkurrenten stehen, aber ja. Ehrlichkeit und Freundlichkeit währt am längsten in diesem Spiel. Meine liebe Freunde, das könnte der Appell für euch sein, des Lebens. Hört auf zu rasen hier in dem Spiel. Spielt vernünftig, betrügt euch nicht selber, dann macht das Spiel einfach doppelt so viel Spaß. Und ihr seht es, auch ich kraxel hier noch mit einem 360 PS Fass rum. Aber es ist nun mal so. Die Realität ist auch so. Ich hätte schwören können, dass wir Amsterdam oder Rotterdam schon verlassen haben. Wo sind wir denn hier? Haben wir in Deutschland auch solche komischen Straßen? Komisch. Oder haben wir uns jetzt gänzlich verfahren? Nochmal ein Übergang. Okay. Dann waren wir noch nicht. Jetzt sind wir in der Bundesrepublik Deutschland. Okay. Ich wollte schon sagen, wenn ich jetzt hier die ganzen Trucks schon mal sehe, meine Freunde, bin ich mir nicht sicher, ob ich das Design, was ich mir ausgewählt habe für unsere Firma, die wir jetzt gründen werden, früher oder später in den nächsten Folgen, wirklich durchziehen werde. Die ist einfach zu schlicht und zu, ja, wir würden gar nicht auffallen. Die meisten, also, die haben ja hier neuerdings die Neonfarben. Da würde ich ja auch gerne wieder drauf gehen auf die Neonfarben. Wir müssen mal schauen, wie wir das hinbekommen. Ich schaue mir das mal ganz in Ruhe an. Oh, da kracht es. Meine Freunde, da kracht es. Mein Gott, habt ihr das gesehen? Da hätte es beinahe gekracht. Das sind Überholmanöver hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich sag ja, Fahrtrichtung Holland und alles ist anders. Der hat aber auf jeden Fall auch Schaden an seinem Fahrzeug bekommen. Also der ist ja richtig links den Berg hoch und der andere, der hat schon abgebremst. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Also hört mir noch auf. Da hätte es fast schon wieder gekracht. Also wenn er mich persönlich fragt, ich verstehe gar nicht, warum Ark Survival Evolved an erster Stelle der Steam-Downloads steht, beziehungsweise am meistgespielten Spiel. Klar, es ist ein Überlebensspiel.
Aber kauft euch hier einen LKW und fahrt nach Europort, dann habt ihr dasselbe Spiel auch. Ihr werdet doch nur nicht von Dinos gefressen, sondern von LKWs plattgefahren. Ich sag euch, schaut, dass ihr nach Europort kommt. Der Euro Truck Simulator 2 wird umbenannt in Euro Survival Simulator 2000. Nee, 2. So, der weiß auch schon wieder nicht, wo der hinfahren soll. So ist er am Zuppeln. Ja, da muss man echt Nerven haben hier. Warum jetzt hier angeblich 60 ist, verstehe ich jetzt nicht wirklich. Ja gut, okay, Landstraße, aber ich glaube, da hält sich keine Sau dran. Wenn jetzt hier eine geblitzt ist, ist es natürlich unser Risiko und unser Pech, ne? Gut, dann werden wir schon mal abbremsen. Da ist frei, hier ist auch frei und dann rum. Ja, ihr wisst ja, ich und Außenansichten, ne? Das ist ja so eine Sache. Und wenn man realistisch spielen möchte, dann kann man ja auch nicht mal eben aufsteigen vom Lenkrad und oben aus dem Fenster rausgucken. Das geht ja auch nicht, ne? Also, wieder beinahe Unfall gehabt. Man hat es nicht leicht als Trucker. Nein, nein, nein. Da hinten müssen wir schon wieder rechts ab. Guck, der Jason angebrettert. Hätte ich ein wenig mehr ausholen können. Aber gut, okay. Wobei ich sagen muss, meine Freunde, ihr dürft es mir glauben oder nicht, diesen Hänger, den wir jetzt mitschleppen, ne? Den kann man am besten zurückschieben, meine Freunde. Also damit kann man am besten einparken, rückwärts. Ich zumindest. Kommt ja auch immer auf die Firma drauf an, wo der hin muss, ne? Wenn wir jetzt wieder die Firma bekommen, wenn wir solche Auflieger dran haben, dann kann es passieren, dass wir wieder zu dieser komischen Firma da müssen, die, die mit dem engen, mit der engen Toreinfahrt da. Das kann immer passieren. Das sind dann immer meist die Chemiebuden. So. Gucken wir uns hier ein bisschen die Firmen an. Er ist aber mal lang, ne? Einmal geblinkt und ihr seht das hier. TGX 360. Und wie wir hier erst von der Stelle kommen, wie lange wir brauchen, ne? Unglaublich. Hier ist ein Hotel, ihr könnt mal schlafen.
So, wir müssen jetzt hier rum. Und hier ist die Chemiebude. Wenn wir jetzt hier direkt... Oh, nein, 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 nein! Oh. Da hätte es beinahe schon gescheppert wieder. Alles, wenn die jungen Hühner mal ganz schnell da rausgeknallt kommen. Er wäre schuld gewesen. So, dann werden wir den jetzt mal schnell reinschieben. Das war schon arschviel, wie wir den geschoben haben, aber es sollte noch passen. Wie gesagt, der Hänger hier, den kann man wirklich super drücken. Und der läuft doch geschmeidig rein, oder? Sag doch mal ehrlich. Tja. Wer kann, der kann eben. Jetzt müssen wir den erstmal hier ein bisschen erlassen. Der kommt nicht ganz ideal, aber... Zumindest wird er ein paar Punkte bekommen. So. Absetzen und Kohle kassieren. Ausgezeichnet, meine Freunde. Unsere Benotung geht wieder nach oben. 7000 Punkte wieder dazu. Kommen wir auf Level 8? Nein, nicht ganz, meine Freunde. Auf Level 8 sollen wir auf jeden Fall kommen, aber unser Gehalt ist gestiegen auf 102.000. Wir können uns schon fast den eigenen Wagen erstellen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.